Das Unternehmen Jungfrau war im Kampf gegen die Engländer ein voller Erfolg. Keiner zweifelt mehr daran, dass Gott auf der Seite der Franzosen steht. Am 17. Juli 1429 findet die Krönungszeremonie statt. Für Karl den VII. Ist es ein politischer Meilenstein. Für Jeanne d'Arc der Höhepunkt ihrer Karriere. Eigentlich hat sie jetzt alles erreicht. Die Geschichte hätte hier ein ruhmreiches Ende nehmen können. Doch Jeanne d'Arc sieht ihre Mission noch nicht als erfüllt an. Sie drängt weiter auf Eroberung. Noch ist Frankreich nicht von den Engländern befreit. Stur beharrt sie auf der Durchsetzung ihres Willens. Karl will und kann nicht aufs Ganze gehen. Er setzt auf Waffenstillstandsverhandlungen mit seinen Gegnern. Sie will Kampf und die Rückeroberung der Hauptstadt Paris. Die Interessen der Feldherrin und die des Königs lassen sich nicht mehr vereinbaren. Es schwelt der Konflikt zwischen der Visionärin und dem Realpolitiker. Die Ungeduld, mit der Jeanne d'Arc vorwärts drängt, hat etwas Anrührendes. Doch die Zeit des militärischen Abwartens, die ihr sinnlos erscheint, ist für den König eine Zeit erster diplomatischer Schritte, die für die Zukunft unerlässlich werden sollten. Er war der König und Jeanne hat ihn zweifellos verehrt. Einen Konflikt konnte es gar nicht geben, aber Unstimmigkeiten mit Sicherheit. Jeanne d'Arc brennt darauf, wieder in den Kampf zu ziehen. In ihrer göttlichen Mission haben Verhandlungen keinen Platz. Für sie ist Krieg das einzige Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele. Sie will die als uneinnehmbar geltende Hauptstadt zurückerobern. Siegessicher schlägt sie alle Warnungen in den Wind. Und ihr Untergang nimmt seinen Lauf. Ihr Ruf und ihre mitreißende Zuversicht allein reichen nicht mehr für militärische Wunder. Der Angriff auf Paris wird zum Desaster. Der vom König versprochene Truppennachschub bleibt aus. Jetzt folgt Niederlage auf Niederlage. Die Moral ihrer Armee schwindet. Viele ihrer Soldaten desertieren. Nur 8 Wochen nach der Krönung sind Ruhm und Ehre verblasst, geschlagen und zum ersten Mal von den eigenen Truppen in Frage gestellt. Ist es Verzweiflung, die Jeanne d'Arc bald in maßlose Selbstüberschätzung treibt? Sie fordert ihren Gott heraus. Mit nur 400 Mann nimmt sie bei Compiègne den Kampf gegen die 6000 Mann starken anglo-burgundischen Truppen auf und gerät in Gefangenschaft. Den Höhen des Triumphs folgt ein tiefer Fall. Hätten die Engländer 100.000 Feinde erschlagen, sie hätten sich darüber nicht so gefreut wie über die Gefangennahme der Jungfrau. So heißt es zumindest in einer Chronik. Karl der VII. Rührt keinen Finger, um Jeanne d'Arc zu befreien. Gegen das Kopfgeld für einen König wird sie von den Burgundern an die Engländer verkauft. Nicht wie eine Kriegsgefangene, wie eine Ketzerin wird sie behandelt. Die Heilige Inquisition wird ihr im Auftrag Englands den Prozess machen. Dass ein junges Mädchen gegen sie Krieg führt, war für die Engländer schier unerträglich. Und wenn es diesem Mädchen zudem gelingt, die englischen Soldaten zu besiegen, dann kann das nur heißen, dass sie vom Teufel geschickt war. Das Einzige, was es also zu tun galt, war, sie zu verbrennen. Und von Beginn an hatte man verkündet, wir werden sie verbrennen. Ich schwöre bei Gott, die Wahrheit zu sagen. Zum zweiten Mal steht Jeanne d'Arc in ihrer Mission einem kirchlichen Tribunal gegenüber. Diesmal geht es um ihr Leben. Du hast behauptet, es würden sich dir Heilige
und sogar Engel offenbaren. Du hast behauptet, dass dein König ein Zeichen erhielt, woran er erkannte, dass du von Gott gesandt seist. Das ist verlogen, verführerisch, geradezu vermessen. Du hast gesagt, dass du auf Geheiß Gottes Männerkleider trugst und fortfährst, sie zu tragen. Du ahmst den Glauben der Heiden nach. Die Gelehrten halten das für eine infame Gotteslästerung. Ich werde mich auch weiterhin auf Gott, unseren Herrn, berufen und seinen Befehlen und seinen Geboten immer folgen, bis in alle Ewigkeit. Am Anfang hat sie sicherlich gehofft, durch den König gerettet zu werden. Und dann glaubte sie vielleicht auch einfach an ein Wunder. Die Kerkertür würde sich öffnen und sie wäre frei. Sehr lange Zeit hat sie geglaubt, dass das Leben auf sie warten würde und nicht der Tod. Mai 1431. Abzuschwören, ihre Visionen zu leugnen, sich der Kirche zu unterwerfen, war Jeanne d'Arc in 5 Monaten Prozess nie in den Sinn gekommen. Die Stimmen ihrer Heiligen hatten ihr versprochen, sie zu retten. Jetzt droht das Urteil der Inquisition. Der Tod auf dem Scheiterhaufen. Ein qualvolles Sterben. Ein letztes Mal wird sie aufgefordert, abzuschwören. Und sie rettet ihr Leben. In Todesangst widerruft sie alles, was ihr heilig ist, und unterschreibt die für den Gnadenakt vorgesehene Bußformel. Fortan muss sie wieder Frauenkleider tragen. Das Todesurteil wird in lebenslange Haft umgewandelt, im Kerker ihrer Feinde. Was in den folgenden Tagen geschieht, ist nicht dokumentiert. Von Folter und Vergewaltigung ist die Rede. Drei Tage später zieht Jeanne d'Arc erneut Männerkleider an. Das äußere Zeichen ihrer göttlichen Mission und einer der Hauptanklagepunkte im Prozess. Vor den Richtern nimmt sie ihren Widerruf zurück. Nach den Regeln der Inquisition gilt sie damit als unrettbar verloren. Alles, was ich getan habe, war aus Angst vor dem Feuer. Was ich widerrufen habe, war wieder die Wahrheit. Das Gerichtsprotokoll vermerkt zu dieser Aussage am Rand: Responsio mortifera, todbringende Antwort. Die Richter des Tribunals plädieren einstimmig dafür, Jeanne d'Arc als verstockte Rückfällige der weltlichen Macht auszuliefern. Sie ist der Ketzerei für schuldig befunden. Nach dem Gebot, die Kirche verabscheut das Blut, wird sie den Engländern übergeben. Auf dem alten Marktplatz von Rouen wird das Urteil ohne weltlichen Richterspruch sofort vollstreckt. Ein Jahr ihres Lebens verbrachte sie auf dem Schlachtfeld im Kampf für Frankreich. Ein Jahr lang saß sie im Gefängnis. Als sie stirbt, ist sie 19 Jahre alt. Dem Henker wird der sonst übliche Gnadenakt untersagt, den Verurteilten zu töten, bevor ihn das Feuer erreicht. Jeanne d'Arc verbrennt bei lebendigem Leib. Schon zu Lebzeiten war sie eine Legende. Auf dem Scheiterhaufen nun beginnt die Geschichte der Märtyrerin Jeanne d'Arc. Das Volk und die Herrschenden werden sich aus diesem Stoff den Mythos der Nationalheldin und Heiligen formen. Von Jeanne d'Arc selbst bleibt nur Asche. 22 Jahre nach ihrem Tod hatte Karl der VII. Frankreich von den Engländern befreit und sich den Titel der Siegreiche erworben. Doch Jeanne d'Arcs Verurteilung als Ketzerin lag als dunkler Schatten über seiner Regentschaft.
Ein von ihm einberufenes Revisionsverfahren sollte diesen Makel aufheben. Der Prozess dauerte mehrere Jahre. Über 80 Zeugen wurden befragt. 1456 wird Jeanne d'Arc von der Kirche offiziell rehabilitiert. Die 12 Schuldartikel, die sie verdammt hatten, werden symbolisch dem Feuer übergeben. Fast 500 Jahre später wird Jeanne d'Arc heilig gesprochen.